Kolja Pusch, herzlich willkommen beim KFC Uerding. Du hast gerade das erste Training absolviert. Was ist das für ein Gefühl mit der neuen Mannschaft, mit dem neuen Platz, der für dich ja sowieso neu ist? Aber erzähl mal deine ersten Eindrücke. Ja, es hat Spaß gemacht. Gerade hat mir sehr gut gefallen, dass der Coach auch immer wieder angehalten hat, hat gesagt, Jungs, wir wollen Fußball spielen, wir wollen nicht auf Teufel komm raus, aber trotzdem einen guten Ball spielen, die Position gut besetzen, und das hat Spaß gemacht. Man hat schon gesehen, da ist Qualität in der Truppe, und ich denke, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall cool sein. Fußball spielen ist ja bei dir auch so ein Stichwort. Du bist ja eher so der offensive Spielmacher. Was hast du dir persönlich für Ziele gesetzt für die kommende Saison? Ja, auf jeden Fall. Ich will meine Scorer-Quote weiter beibehalten, aber auch ausbauen. Und ja, mein Job ist es, dass die Flügelspieler, die Stürmer gute Bälle bekommen, dass wir Torschancen haben und dass ich auch selber zum Torabschluss komme und dann auch Tore mache. Und ja, da freue ich mich drauf. Kennst du schon ein paar deiner Mitspieler persönlich? Hast du schon welche vorher gekannt? Gute Frage, muss ich kurz überlegen. Nee, persönlich eher nicht, aber ich habe gegen viele schon gespielt und kenne den einen oder anderen jetzt von den Wochen davor, aber nein, jetzt ich lerne alle neu kennen und freue mich auf jeden Fall. Für dich ist jetzt auch wieder eine Rückkehr nach Deutschland, nach 2 Jahren Österreich. Was wird eine Umstellung sein für dich? Was ist in Österreich ganz anders als hier? Ich habe ja vorher auch lange in Deutschland gespielt, 2. Liga, 3. Liga, und das ist für mich keine Umstellung. Von daher, ja, es ist einfach wieder ein neuer Verein, neue Herausforderungen, neue Mitspieler. Da muss man sich schnell finden, und der Rest kommt von ganz allein. Jetzt müssen wir noch so ein ganz kleines Problem klären. Du bist gebürtiger Wuppertaler. Wie willst du hier in Uerdingen diesen kleinen Missstand ausbügeln? Ja, jetzt habe ich erst vor kurzem auch erfahren, dass das so ein heißes Thema ist, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein und werde alles für den KFC geben. So, richtigen Worte. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich. Danke dir.